Hier sind wir wieder auf Antigua, die Insel der Piraten. So, das Lagerhaus hätten wir jetzt durch. Jetzt können wir in die linke Hand wieder die langläufige Pistole setzen, da wir ja jetzt wieder Kugeln gekauft haben. Was, nur drei? Ja. Wir hatten noch Kugeln gekauft. Da gehen wir gerade noch mal runter. Vielleicht ist da beim Speicherstand irgendwas schief gelaufen. Ich will Kugeln. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. Haben wir doch gekauft. Okay, jetzt haben wir es. Na gut, dann ist da wohl irgendwas schief gelaufen. Dann werden wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Na, wen haben wir denn hier? Ein Matrosenring. Können wir den auch anlegen? Nein. Wurfmesser, Fleischkorb, Schaufel, Besen, nehmen wir alles. Wir sind ja nicht geizig. Wir nehmen, was wir bekommen, also was wir kriegen können. Eleganter Degen. Können wir den benutzen? Ja gut, wir bleiben bei unserer Waffe erstmal. Ja, dann haben wir nicht alles durchgeschaut, oder? Dann gehen wir hier wieder raus. Hier ist leer. Haben wir noch eine Truhe? Wir haben fast dran vorbeigelaufen. Gold, Gabel, Krug, Löffel, Messer, top, top. Nehmen wir auch alles. Man kann ja nie wissen, für was es nochmal gut sein wird. Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Schurkenring? Klingenring. Wir nehmen da noch ein paar Dietriche mit, weil ich jetzt nicht weiß.
Kannst du mir etwas beibringen? Ob die Dietriche nicht zufällig kaputt gehen? Was willst du wissen? Ich möchte ein stärkerer Schwertkämpfer werden. Abgemacht. Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Machen wir hier erstmal Ende. Bett, ein Schrank. Wein, Alkohol. Zu meinem Wohl nehme ich den Alkohol. Ja, hier ist aber nicht viel zu holen. Können wir auch ein bisschen verschwenderischer sein mit der Munition wieder. Na Junge, schlimme Zeiten sind das, nicht wahr? Auch nicht schlimmer als sonst. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen. Viel Zorn liegt in deiner Stimme. Liegt dir was auf dem Herzen? Mir geht's im Moment nicht besonders. Nichts für ungut, Junge. Das geht vielen so in diesen Tagen. Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Überlaufen von den Schattenwesen, Junge. Ich kann froh sein, dass ich in der Stadt war, als es richtig losging. Erde hat gewackelt und überall dieses ohrenbetäubende Gebrüll. Schrecklich. Hast du irgendeinen väterlichen Rat für mich? Es sind Fremde auf Antigua. Dämonenjäger und Anhänger der Magie. Wenn ich du wäre, würde ich mir ihre Geschichten genau anhören. Ich habe das Gefühl, dass sie uns noch nützlich sein werden. Da ist etwas Wahres dran. Antigua geht den Bach runter. Sehr positive Einstellung. Ich bewege mich kein Stück. Fauler Hund. Verflucht, was soll das werden? Das überleben wir nicht. Positive Einstellung. So, und die Bar. Der Barkeeper hier. Spencer. Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Alvarez kann auch warten. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen. Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Hast du was zu trinken für mich? Sicher. Du weißt doch, wenn du zahlen kannst, kriegst du bei mir alles. Gib mir was von deinem Zeug. Klar. Was willst du haben? Thank you.
nehmen wir alles dann rum mit. Bleibt nehmen wir auch mit. So. Jetzt können wir hier auch ein paar Sachen verkaufen. Muss jetzt erstmal erreichen. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. So gut bin ich auch nicht. Na gut, dann müssen wir wohl noch einiges hier leveln. Ah, das ist eine Kiste. Okay, wir lassen es dir, bevor es Ärger gibt. Gehen wir mal hoch. Wenn du klammst, das überleben wir nicht. Hey! Wer hier was macht, bekommt Ärger! Lass her! Ich sehe so viel. Mach das nicht nochmal! Mann, dabei wollte ich doch nur was lesen. Nicht. Raus her! Hey, lass mir auch noch was übrig! Ja, wir machen uns hier wohl gerade nicht sehr beliebt. Aber kann durchaus schon mal passieren. Schwierig. Okay, da sind wir dann wohl doch noch nicht so weit, um Schlösser zu knacken. Raus hier! Du sollst hier verschwinden! Verdammter Dieb, dich hol ich! Ich werde dich das abhauen. Sieh zu, dass du bloß doch! Ja!
bist! Ich häng! Ich hänge! Ich erwisch dich noch! Ich häng fest! Heil mich bitte. Heil mich. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Ja. Unser Begleiter jetzt tot? Na, was ist passiert? Puh, da haben wir uns mal viel gehabt. Vielen Dank. Sollten wir hier mal wieder ein bisschen Fusel, können wir jetzt wieder zuordnen. Das hier. Dann werden wir den Krog noch zuordnen. Und damit wir einfach Heilung und so weiter auf der schnellen Taste haben. Denn wie man sieht, kann das ziemlich schnell gehen, dass man in die Pedalier kommt. Da will man nur eine Kiste versuchen zu knacken und den Besitzern gefällt das nicht und dann hat man gleich Ärger am Hals. Was ist passiert? Du warst bewusstlos. Die Hunde... Diese grässlichen Hunde, du musst... Tote Hunde beißen nicht. Du meinst... Ja. Die sind hinüber. Danke. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt schon tot. Hier, nimm dies als Dank von mir. Du siehst aus, als könntest du sowas gebrauchen. Dann erzähl mal, was dir passiert ist. Als ich gemerkt habe... dass diese Kreaturen die Stadt angreifen, wollte ich mich hier am Oststrand verstecken. Aber von hier aus gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ich saß in der Falle. Kannst du nicht schwimmen? Nein, das liegt mir nicht sonderlich. Ich wäre ertrunken. Aber ich habe mein Schicksal akzeptiert. Selbst jetzt spüre ich den Tod immer näher kommen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit...
ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Ja, von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ja. Ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Das kenne ich. So, die faulen Pilze haben wir fast zusammen. Okay, das war's mit den faulen Pilzen. Jetzt brauchen wir noch modrige Knochen. Fräulein, aufwachen bitte. Was das Heilmittel angeht. Du brauchst modrige Knochen? Soll ich den Friedhof umgraben? Nein. Das haben die Schattenwesen bereits für dich erledigt. Geh zum Friedhof, westlich vom Haus der Kapitäne. Sammle 5 modrige Knochen auf und bring sie mir. Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Ja, dann haben wir jetzt wieder eine neue Aufgabe. Jetzt müssen wir zum Friedhof. Soll sich nicht an Schwächeren verzweifeln, aber... Ja, wie soll ich sagen? Der Hunger überwiegt halt. Hunger wäre auch nicht schlecht, aber Hunger überwiegt halt. So. Logbuch. Modrige Knochen. Markieren wir mal auf der Karte. Ah, okay. Heißt einmal wieder quer durch die Stadt durch. Ich hoffe ja nun mal, dass die Bewohner nicht mehr so schlecht auf uns zu sprechen sind. Denn das war ja eigentlich nur ein Missverständnis von vorhin. Aber wir rennen einfach dran vorbei. Hast du noch was für uns zum Kaufen? Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ah ja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Goldmünzen kann ich immer gebrauchen. Nun, in dem Fall muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin gerade vor 3 Tagen gänzlich ausgeraubt worden. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Naja. Keine Lust zu plaudern? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst?
Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich muss dir nichts beweisen. Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann es nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Das kenne ich. Du versuchst nur deinem Schicksal zu folgen. Du hast es ständig mit irgendwelchen Maulhelden zu tun, die keine Ahnung haben, wer du bist und dich grundlos beleidigen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist es. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. So, aber bevor wir mit ihm losziehen, wollen wir doch mal die modrigen Knochen hier besorgen. So, das hier ist der Friedhof. Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens 4 Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Wissen wir die Farbsteine, vielleicht ist da ja noch irgendwie ein Hinweis auf irgendwas. Ein bisschen Blümchen pflücken. Vielleicht finden wir ja jemanden, wo man einen schönen Blumenstrauß geben kann. Ah,
Mit Albaris reden wir noch nicht. Wir suchen jetzt erstmal die Dame, die die Medizin braucht. Und zwar ist da unsere Auftraggeberin. Da werden wir jetzt hinmarschieren. Lauf, Forrest, lauf! Das muss doch hier irgendwo sein. Ja, was jetzt denn ist die? Was das Heilmittel angeht. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Dann lass mich sofort ans Werk gehen. Ich glaube, der Trank zeigt Wirkung. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder die Alte bin. Nimm dies als Belohnung. Du kannst auch einen Blick auf meine Waren werfen. Zeig mir deine Waren. Sicher, sieh dich nur gut um. Gut, wir haben nichts zum Verkaufen. Das heißt, wir gehen dann jetzt hier wieder raus. So, dann gehen wir hier rum. Er steht auch noch immer hier. Und was uns Albaris zu sagen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, klickt wieder rein und schaut's euch an.